3. Jannis Stanke ist bei mir und zwar nach dem Spiel in Bendisdorf gegen die zweite Vertretung vom FC. Ihr habt gewonnen, ihr habt die Saison für euch eröffnet, glaube ich. Ne? Wie groß war der Stein, der da vom Herzen gefallen ist, dass ihr gewinnen konntet heute? Ja, das wurde allerhöchste Zeit, um die Motivation nach oben zu halten. Der Saisonstart war auch durch viele Verletzungen, viele Urlaube sehr schwierig mit sehr dünner Personaldecke. Und das hat man ja, denke ich, haben alle an den Ergebnissen gesehen. Und jetzt war es letzte Woche gegen eine Wurmsdorf schon, wo man gedacht hat, wir können wieder mithalten. Und ja, wenn man auch auf die nächsten Wochen guckt, war heute ein Gegner, den man dann schlagen muss, wenn man jetzt mal wieder das Ufer in der Nähe behalten will. Und dann schlecht gestartet. Sehr schlecht gestartet, so lange, schlecht habe ich uns lange nicht gesehen, aber Gästeburg hat uns am Leben gelassen und wir haben uns reingekämpft und dann haben wir die extrem wichtigen 3 Punkte heute geholt. Ja, ab der 44. Minute wart ihr dann eine andere Mannschaft, ja, ne, dann habt ihr an euch geglaubt und dann habt ihr auch Fußball gespielt. Genau, am Anfang waren es, ich glaube, 75% Fehlpassquote. Oha, und ja. Wenig gewonnene Zweikämpfe. Und ja, aber Gästeburg hat das nicht ausgenutzt, beziehungsweise Noah, unser Torwart, hat heute ein absolut fehlerfreies Spiel gemacht, hat uns da am Leben gehalten. Und so haben wir uns zurückgekämpft. Und das ist ja wichtig für die Moral, dass wir in den nächsten Wochen da Genau. Und das war am Ende dann auch verdient, wenn die anderen keine Tore schießen und man selber trifft, dann ist das so 3-1, genau. Kreisliga-Punkte. Wann habt ihr das nächste Heimspiel? Nächsten Sonntag geht es gegen Ramelsloh. Da gehe ich von aus, dass das eine Nummer schwieriger wird. Ja. Aber wenn wir so weitermachen, kann man jeden schlagen, denke ich. Das ist in der Kreisliga ja alles recht eng beieinander. Das ist dann auch auf Tagesform und warum nicht? Zu Hause. Ja, genau. Wo ist Anpfiff? Wann und wo ist Anpfiff? 15 Uhr in Fliegenberg. In Fliegenberg, auf dem großen Platz. Genau, wo wir eigentlich ja immer spielen. Ja, dafür insgesamt für deine Farben alles Gute. Dankeschön.